Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben wieder ein wissenswertes Video für euch vorbereitet und das gibt es nach unserem Intro. Wir waren ja ein paar Tage in der Schweiz, mal wieder. Also nicht nur 2020, sondern auch dieser 2021. Die ganzen Folgen habt ihr ja gesehen. Ja, und da gab es immer mal wieder Fragen in den Kommentaren oder per Mail. Wie sieht das denn überhaupt aus mit dem Freistehen? Was darf man nicht? Und wir sind relativ spontan gefahren. Ja. Wir haben uns da nicht wirklich viel informiert, aber wir wussten noch das eine oder andere. Und jetzt haben wir uns auch noch das eine oder andere für euch zusammengestellt. Und das wollen wir euch jetzt erzählen. Das sind nämlich ein paar Punkte, auf die ihr definitiv achten müsst. Genau. Ja, der erste Punkt ist auf jeden Fall, das Wildcampen in der Schweiz ist generell erstmal nicht verboten. Im Gegensatz zu Deutschland, da ist es ja verboten. Richtig. Aber es gibt so ein paar Regelungen, wo man darauf achten sollte und die man auch einhalten sollte. Ja, und das ist jetzt dann richtig schwierig. Wir kennen es bei uns Corona-technisch, jeder macht es anders. So sieht es in der Schweiz dann aus. Das ist kantonal und jetzt wird es richtig schlimm. Teilweise sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Genau. Bei den einen ist es erlaubt, ohne Probleme. Ja, genau. Und bei den anderen ist es untersagt und es werden sehr hohe Geldbußen dabei fällig, wenn man sich nicht daran hält. Was man allgemein sagen kann, ist, wenn ihr auf Bergen steht, auf Bergpässen, also oberhalb dieser Waldgrenze. Das sind so 2000 Meter meistens. Genau, da wird das Campieren in der Regel geduldet. Genau, so ist es. Denn es ist auch so, es ist möglich, mit einem Zelt in der Natur unterwegs zu sein. Man möchte die Natur ja auch erleben und so weiter. Und das kann man auch mit dem Zelt. Und wo das nicht ausdrücklich dann verboten ist, dann ist das dort auch möglich. Dann, das haben wir gesehen, das blenden wir euch jetzt auch mal ein. Es gibt Hinweisschilder, wo eindeutig draufsteht, Campieren verboten. Und da sagen wir euch, auf keinen Fall darüber hinwegsetzen. Wenn dieses Schild steht, nicht campieren. Nicht mit den Zelten, genau. Nicht mit dem Wohnmobil, mit dem Wohnwagen schon gar nicht. Also gar nicht dort stehen. Parken, ja, Tag genießen, aber nicht. Ja, aber legt kein Campingverhalten an den Tag. Also das würde ich auch nicht auf so einem Platz machen. Ich sag mal Stühle raus, Markise raus und so weiter. Dieses typische Campingverhalten würde ich auf solchen Plätzen auf jeden Fall versuchen zu unterbinden. Ja, dann Naturschutzgebiete, Nationalparks, Wildruhezonen. Das ist ja bekannt. Da ist das Campieren natürlich generell verboten. Genau, sollte man sich auch dran halten. Ja, Bußgelder. Wir können ja mal so unbedingt umgehen in die Richtung, welche Bußgelder es drohen. Also das kann von 200 Schweizer Franken, aber auch bis zu 2000 Schweizer Franken. Das sind ca. 185 Euro bis 1850 Euro. Genau, also das sind schon ordentliche, saftige Bußgelder. Also von daher empfehlenswert, sich an die Regelungen auf jeden Fall zu halten und dementsprechend zu richten. Genau, also diese bis zu 2000 Euro, das ist schon in Bern passiert. Also wenn ihr ein Kanton Bern ist, dann könnte das teuer werden. Und es kann auch Strafanzeigen geben wegen Hausfriedensbruch. Also ja. Das muss man einfach bedenken, wenn man meint, man muss sich über Sachen hinwegsehen. Das ist zum Beispiel so ein Thema, da steht ein Schild, Campieren verboten und ihr macht das. Dann kann es teuer sein. Diese Schilder haben wir auch sehr oft in Bern gesehen. Richtig, es gibt auch private Sachen, beziehungsweise von sogenannten, ich sag mal, Energieerzeugern gibt es Areale, wo halt Stromenergie erzeugt wird. Und dort stehen dann auch Schilder, dass das Ganze untersagt ist. Und das gehört meistens diesem Stromproduzenten. Also von daher ist das halt dementsprechend wichtig, darauf zu achten und nicht diesen Hausfriedensbruch zu begehen. Also, man kann es relativ einfach benennen. Bei Verboten niemals campieren. Genau. Und immer einen Grund des Ausruhen haben, denn nichts anderes tut ihr. Wenn ihr auf irgendwelchen Bergpässen steht, es gibt kein Camping. Also Camping grundsätzlich, freies Camping, Wildcamping,
Das gibt's sowieso nicht. Also wenn, ruht ihr euch dort aus und da braucht ihr auch meistens einen guten Grund. Also einfach nur Alkohol zum Beispiel ist gar kein Grund. Nee, das ist richtig. Also am besten sowas wie, keine Ahnung, ich bin in Richtung sowieso unterwegs und konnte nicht mehr und habe mich jetzt hier halt einfach ausgeruht. Das sollte man auf jeden Fall doch schon mal parat haben. Auch wenn das Camping selber nicht verboten ist, aber es ist doch besser, diese Gründe einfach parat zu haben. Dann natürlich, damit das weiterhin so bleibt, immer bitte die Plätze sauber halten. Ideal, wenn ganz ihr da mal richtig was seht, gegebenenfalls auch mal das Müll mitnehmen in der Tüte. Genau. Es gibt überall Müllcontainer. Schnappt euch eine Tüte, sammelt den Müll ein, der da mal rumliegen sollte oder sowas. Und dann haben wir auch alle mehr Spaß da dran und mehr, ja, haben wir mehr was davon. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, baut keine Wagenburgen. Baut da nicht irgendwie wie auf dem Campingplatz alles auf und macht und tut und kommt mit so vielen Campingfahrzeugen dorthin oder sowas. Ja. Seht zu, dass da nicht zu viele Camper stehen. Genau, wir haben es teilweise gesehen auf dem Alpula Pass, 6 Fahrzeuge, die zusammengehörten. Also es ist nicht so, dass einer dazu kam und dann noch einer. Aber das geht nicht, Leute. Das können wir nicht machen. Das wird wirklich... Genau, das wird auch arg beäugt und das finden die Leute dort nicht gut. Und irgendwann gibt es halt immer mehr Verbotsschilder. Also wir bauen uns das selber kaputt, wenn wir darauf nicht achten. Auch wenn ihr seht, was weiß ich, da stehen schon 3, 4, 5 Fahrzeuge, dann fahrt einfach weiter, sucht euch einen anderen Platz. Es gibt genug Plätze, so Park for Night ist da wirklich Fluch und Segen zugleich, aber da findet ihr was. Dann Grau- und Schwarzwasser bitte richtig entsorgen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Wasser zu entsorgen. Und gerade was im Schwarzwasser angeht, ich weiß, wir sind selber Bullifahrer, aber selbst wir haben es in unserem Bulli hinbekommen, dass wir nicht unser Toilettenpapier, unsere Kacke irgendwo in der Natur lassen. Das muss nicht sein hinter und das darf nicht sein. Hinter jedem Stein findest du so einen Haufen und sorry, aber das geht auch nicht. Also das sollten wir auf jeden Fall nicht tun. Und wenn ihr mit dem Fahrzeug unterwegs seid, also mit dem Wohnmobil, ist das natürlich gar kein Problem. Also natürlich könnt ihr das Thema Trockentrenntoilette natürlich angehen. Dann habt ihr eine gesamte Zeit halt eine Ruhe. Aber es ist auch kein Problem, die Chemietoilette loszuwerden, denn dafür gibt es genug Plätze, wo man das auch machen kann. Ja, und dann noch eine Sache, was eigentlich auch was zu dem Wagenbogen passt. Jede Nacht einen anderen Platz. Seid nicht 2, 3, 4 Nächte an einem und denselben Platz. Also dann ist es wirklich Campingverhalten. Genau. Eigentlich jeden Tag einen neuen Platz würden wir in der Schweiz immer empfehlen, weil es gibt so schöne Plätze. Wir haben einige euch gezeigt. Klar, würde wahrscheinlich auch keiner was dazu sagen, wenn ihr mal 2 Tage irgendwo steht und ihr geht da schön ins Gebirge irgendwo wandern oder sowas, kommt abends dann wieder, dann ist das mit Sicherheit auch nicht das Riesenproblem. Aber macht daraus keinen 14-Tage-Urlaub. Das geht nicht. Genau, dann ist es wirklich Camping par excellence. Wir können immer nur sagen, noch wird man in der Schweiz wirklich als Freisteller geduldet. Wir haben noch nie Probleme gehabt, aber was wir mitbekommen haben, diese Verbotsschilder werden immer mehr und das sind einfach Sachen, das muss nicht sein. Ihr habt es selber in der Hand, ob es noch mehr werden oder ob halt Gemeinden genau das Gegenteil machen und sagen, sie geben Möglichkeiten für 5 Schweizer Franken, für 10 Schweizer Franken. Das ist ja wirklich, das ist ein Witz, dass man da einfach stehen kann, aber das liegt wirklich an den Gemeinden und die gucken sich an, wie ist das Verhalten von den Campern. Wenn die wirklich von vornherein so schlimm sind, dann möchte das keiner in seinem Ort solche Leute haben. Wir haben es in Norwegen auch erlebt, da gab es schöne Plätze, die wurden überwandert von Camper und dann sagen die Gemeinden, das wollen wir nicht. Genau. Also respektiert die Natur, respektiert die Anwohner, die Leute, die dort leben und ganz wichtig, wie gesagt, die Natur. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Das zu unserem wissenwertes Video Freistehen in der Schweiz. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen aufklären und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja. Wie gesagt, empfehlen tun wir euch dort definitiv die App Park for Night. Da findet ihr sehr viele Plätze. Da könnt ihr immer wieder nachschauen. Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit, schöne Urlaubszeit. Wie gesagt, in der Schweiz empfehlen wir euch, Österreich natürlich auch. Wobei Österreich Freistehen gar kein Vorsichtig. Thema. Deshalb, da empfehlen wir euch Campingplätze, da gibt es genug schöne und tolle. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.
Thank you.